Der wahrscheinlich beliebteste Science-Fiction-Panda der Welt droppt jetzt nun auch auf Vivi als Digital Collectible, was du da draußen sammeln kannst. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten absoluten Grail-Comic-Drop an. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VVOG mit den wichtigsten VVOGs, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge spannender Themen mit dabei. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Starten tun wir an dieser Stelle mit dem Highlight des Tages, und zwar nämlich dem Drachencamper bzw. Kung Fu Panda. Und das muss ich sagen, hat mich extremst überrascht. Wir sehen den ganzen Drop hier am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit, das ist am 9. Juli, und das Ganze hier mit einem animierten Digital Collectible von Kung Fu Panda. Das ist an dieser Stelle ein DreamWorks Collectible, das heißt keine neue Lizenz, aber ein neues Collectible bzw. ein neuer Brand, den wir hier sehen werden. Und ich würde sagen, dementsprechend schauen wir uns auch hier direkt das ganze Filmchen mal ganz kurz an. Was eine Überraschung, meiner Meinung nach jedenfalls. Ich muss sagen, mir gefällt das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich werde den ganzen Drop aber nicht mitnehmen, weil ich persönlich denke, dass er tatsächlich trotzdem unter Droppreis gehen würde. Ich denke aber, dass es trotzdem mit einer der stärksten Collectibles momentan ist, da es einfach ein sehr, sehr populärer und starker Brand ist. Selbst ich habe auch diese Filme geschaut. Ich bin jetzt kein Riesenfan, aber ich finde jetzt auch die Filme persönlich ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich denke, dass es langfristig gesehen auf jeden Fall sehr, sehr gut gehen wird. Momentan muss man aber auch ehrlicherweise sagen, haben wir einfach nicht die Leute in der App, die das Ganze wahrscheinlich sammeln wollen. Wir lassen uns aber überraschen, was natürlich auch die Editionzahl wie auch der Preis sagt. Je nachdem natürlich, wie hoch auch die Editionzahl ist, werde ich natürlich auch eventuell mitmachen, denn gegebenenfalls ist es dann einfach gut für einen Gamble. Wenn wir natürlich unter 1000 Editions haben dafür, dann würde ich schon sagen, ist das auf jeden Fall etwas, was man definitiv mitnehmen kann, auch mit der großen Sicherheit, dass es nicht nach dem Drop direkt unter Droppreis geht. Ansonsten steht auch noch der nächste Grail Comic Drop vor der Tür, und zwar nämlich Incredible Hulk Hashtag 1 aus dem Jahr 1962. Und wir sehen jetzt hier endlich diesen Drop auch mit dem neuen Whitelist-Drop-Format. Dementsprechend kommt hier am Samstag um 17 Uhr deutscher Zeit der ganze Drop raus mit der First Appearance of Hulk. Und das ist an dieser Stelle mit einem der Top Grail Comics. Und wir schauen uns gleich auch an, um was für Preise sich hier handelt natürlich. Das Ganze, wie gesagt, im Waitlist-Drop-Format. Deswegen, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, 10 Minuten bevor der Drop anfängt, in die Waitlist zu joinen. Und dann habt ihr 15 Minuten Zeit, nach 17 Uhr den ganzen Drop zu bestätigen bzw. zu kaufen. Jetzt würde ich aber auch sagen, schauen wir uns auf jeden Fall an, was für Editions wir hier haben. Wir haben das Ganze natürlich wie immer mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Covern. Mir persönlich gefällt jedenfalls die Ultra hier extrem gut. Ansonsten haben wir eine Edition-Auflage von 10.000 Stück und einen Listenpreis von 20 Gems, was tatsächlich für so ein Grail-Comic relativ üblich geworden ist. Und auch die Editionzahl meiner Meinung nach hier wirklich sehr gut gewählt. 10.000 Editions ist definitiv für fast jeden drin. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal die Zahlen an. Was für Zahlen haben wir denn hier eigentlich? Und das ist schon deutlich interessanter. Und zwar haben wir nämlich hier eine 9.2. Wir haben nicht mal eine 9.8 hier, sondern nur eine 9.2, die hier insgesamt für 336.000 US-Dollar verkauft wurde. Und das vor, haltet euch fest, 5 Jahren. Und in diesen 5 Jahren sind die Comicpreise insgesamt extremst explodiert. Es gibt ja, wie gesagt, nicht mal eine 9.8, eine 9.4 ist das höchste, und das wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einmal verkauft. Ich gehe davon aus, dass wir hier Preise wahrscheinlich von über einer halben Million sehen, für zum Beispiel eine 9.4 oder eine 9.8, eventuell sogar für eine 9.2. Da wird zum Beispiel hier für die 8.5 einen Preis von durchschnittlich 230.000 US-Dollar haben, was natürlich schon wirklich enorm viel ist. Dementsprechend für mich auf jeden Fall ein Drop, den ich mitnehmen werde, denn so ein Grail sollte man definitiv nicht verpassen. Ansonsten gibt es noch eine ganz kurze Drop-Erinnerung, und zwar nämlich zu dem nächsten Collectible-Drop, und zwar nämlich heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Und zwar gibt es hier nämlich den Tür-Drop, und jetzt wird sich der eine oder andere denken, hey, was hat es jetzt mit so einer Tür auf sich?
Diese Tür öffnet dir im Prinzip die Möglichkeit, wenn du das Ganze bekommen solltest und ein Platinum Moment besitzen solltest, hier dir eine dieser drei Bilder zu printen, beziehungsweise die Tür zu burnen für so ein Bild. Wir haben hier einmal zu jedem Charakter ein Bild. Diese Bilder werden wahrscheinlich sehr, sehr scarce sein und auch die letzten Bilder von der letzten Platinum Moment Series sind extrem, extrem teuer. Wir sprechen hier wirklich von 300, $400 und insgesamt hat man ungefähr einen Einsatz momentan von $80. Also hier auf jeden Fall extrem interessant. Auch für jeden Sammler natürlich werden diese Dinger hier extrem, extrem scarce sein. Auch in Zukunft wahrscheinlich extrem interessant sein. Der Listenpreis hier sind 30 Gems pro Blindbox und sonst eine Editionzahl von 1986 Stück und eine Secret Rare. Wer sich dafür entscheidet, das Ganze nicht zu verkaufen und einfach nur zu halten, der hat an dieser Stelle nichts zu befürchten. Das Ganze wird einfach nur im Wallet bleiben. Und ihr habt ja bis zum 4. August die Chance, diese Tür zu öffnen für ein Poster. Ansonsten, wenn ihr darüber hinaus das Ganze haltet, dann bleibt die Tür in eurem Wallet. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir da draußen hat das gesamte Video gefallen. Wenn ja, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und bis dahin, der Captain. Ciao, ciao.